So Leute, herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge Let's Play Radsport Manager 2015 auf PC mit eurem André Gotti in Pro-Cyclist-Modus. So, jetzt haben wir es. Frische Fitness, frische Rhythmus, Ermüdung, alles im erträglichen Bereich. Da haben wir also, wolltet ihr unbedingt, dass ich das einigermaßen hinbekomme und ich denke, dass das läuft. Könnte eigentlich sogar ein bisschen mehr Training wieder machen, finde ich. Ja, klar, hier geht das Ding natürlich runter, da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Ich glaube, wir fahren das Teil nicht. Guck mal, wann ist denn das Tirreno Adriatico? 11.3. Ach, 11.3. ist doch noch. Doch, was wäre hier? Fahren wir das nicht? Das wäre echt traurig. Kann er nicht draufklicken. Er sagt mir auch nichts. Ich hab's kapiert. Dafür müssen wir Rang 3 sein. Jetzt habe ich's gepeilt. Ja. Und dann sind wir nicht. In der HC-Rennen. Ja. Okay, Freunde. Ich glaube, das ist es Schlüsselslösung. Manchmal bist du auch echt irgendwie. Ziel M. Sieberg. Warum fährt er das dann nicht, wenn das ein Ziel von ihm ist? Ja, komm. Ist ja jetzt auch egal. Genau, ja. Bartha ist oben, wir nicht. Rhythmus gut, frische ausgezeichnet, Fall nach unten. Ja. So, bis gleich. Ja, geht ja los hier. So. Da kreuzigen die sich noch, oder was? Da, der Schwarzmann. Er ist echt Schwarzmann. Okay, hatte 77er Puls. Mendes muss ich mir nochmal gleich angucken. Wie es mit dem aussieht, damit wir so ungefähr vielleicht wissen. Schwarzmann hat auf jeden Fall noch viel Saft über. So, warte mal. Der fährt mit einem 178er Puls und hat Saft. Der hat Saft. Okay, mehr als 178 geht locker. Na komm, ich dachte, ich wäre jetzt schon dran. So, oh, eine plus 3, so. Ja, 181 könnte knapp werden, ne? Ich will 180 genau haben. Komm, zick nicht rum, fahr 180, so. Blöd ist, dass man hier mit der Tastatur nicht umstellen kann. Sehr ungewöhnlich. Jetzt verliere ich ein bisschen zu viel Energie. Da, zieh! Erster. Noch. Eine Sekunde vor Tom Wählers. Ich fürchte aber, die großen Jungs kommen erst noch und dementsprechend wird das nicht halten. Aber doch, das war, ne, im Punkt genau 180er Puls, dann am Ende nochmal leicht weniger gegeben, weil sonst wäre es doch zeitig Ende gewesen. Schön. Ah, der Bartha kommt natürlich gleich noch. Also einer der, ja, schon Favoriten. Ich bin mal gespannt, was der Bartha so an Zeit rausfährt. Leider kann ich auch nicht gucken, was der Wählers so... Da kommt der Bartha. Oh, ja, 180er. Das ist zu viel. Ja. Das war kein gutes Zeitfahren von Bartha. 27. nur. Nein, da ist einer von Katusha. Nee, wie heißt doch? Sergej, oh Gott. Czernetzki. Na toll. 2 Sekunden schneller. Und wollte mich jetzt echt verarschen?
Wenn das jetzt wirklich der Einzige ist, der mir hier... Macht es nicht. Bitte. Beim Fahren noch einer, werde ich wenigstens Dritter. Na toll. Na toll. Tja, Freunde. Wollt ihr jetzt irgendwie was von mir hören oder so? Ich kann euch da leider nichts erzählen, weil... Tja. Traurig, aber... Irgendwo natürlich auch ein Lob für unsere Taktik, unsere harte Arbeit und alles andere. Aber Pech gehabt. Pech gehabt. Ja. Hätten wir das Rennen gewonnen? Ich glaube, dann hätten wir auch hier den Rang freigeschaltet, oder? Hm? Ach ja. Ach egal, komm. Wird noch ein bisschen dauern, bis wir hier wirklich stark genug sind. Einladung erhalten. Amstel Gold Race. Cool. Ist allerdings ziemlich... Ui. Da das Ding fahren wir natürlich auch. Da brauchen wir ja gar nicht groß drüber diskutieren. Guck mal, die ganzen Jungs hier. Ist es jetzt Hügel oder ist es Berg? Es ist Hügel. Ja. Hauptsächlich Hügel. Das... Boah, schwierig. Ja, mal gucken. Wir lassen uns da was einfallen. Sind wir? Nein, sind wir nicht. Wir sind wieder nur Helfer. Das ist schade. Ist der Nerz denn Favorit? Ne, keiner von unseren, ne? Naja, schauen wir mal. Ich würde sagen, das gucken wir uns jetzt auch noch an, ne? Bis gleich. So, Freunde. Genau. Ja, genau. Ich muss mal das Handy weglegen. So. Also die Ladezeiten sind wirklich so extrem, dass ich da... Ja, mich beschäftigen muss. So, wir fahren in Grün, weil wir Zweiter in der Gesamtwertung sind. Der Führende kann natürlich nur schwer alle Trikots anziehen. Oder wir fahren auf Berg. Na, hier gehe ich aber noch nicht raus. Das ist ja scheiße auf diese kleine Rampe hier. Die werden mich ja nicht ziehen lassen, oder? Genau in diesem Augenblick kommt es zu einem Angriff. Nö. Na toll. Auf Bergwertung gehen wir nicht. So. Warum hängt der jetzt schon wieder da vorne ab? Naja. Hallo? Ach, weil kein Tempo im Feld ist. Schön. Ach, der Diaz ist abgehauen. Ja, das ist natürlich nicht schlecht. Da haben wir ja vorne schon einen. Klar, dass sie uns dann doppelt und dreifach nicht fahren lassen. Ne? Nicht ausreißen lassen. So, was ist jetzt los? Also vorne wahrscheinlich. Vorne geht es um die wichtigen Bergpunkte. Und Diaz hat da anscheinend nicht so die Schnitte. Ah, geht so, geht so. Müssen wir mal gucken. Hat der 12 Punkte auf seinem Konto, aber weil gerade hier gelb und rot weg waren, bin ich mal gespannt, wie das hier an der... Oh gut, das ist eine Kategorie 3, ne? Die kann man nochmal sausen lassen und sich auf die 3 danach oder die Zweier hier konzentrieren. Wobei ich glaube, bei den letzten zwei sollte das Hauptfeld aber schon eingeholt haben. Und? Hat das? Massensturz im Hauptfeld. Es scheint aber so, als könnten alle das Rennen fortsetzen. Ja, er hat, glaube ich, aufgeholt. Oder? Wie viele Punkte waren es vorher? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Brumm, brumm, wumm und rechts und links, rechts und rechts und links und rechts und... So, ist gut jetzt. Wenn man sich einmal so in so einen Rausch reingeredet, links, rechts hat, dann kommt man da nicht mehr raus, ne? Da kommt man nicht mehr raus, Freunde.
kommt man nicht mehr raus. Wen beschützt der Schwarzmann eigentlich? Ist uns egal. Wir beschützen niemanden, weil wir hier, obwohl die Anweisung anders lautet, hier ganz klar auf unsere Rechnung fahren werden. Und das Ziel, denke ich mal, das ausgeschriebene Ziel, machen wir hier. Jungfahrerwertung, okay? Konkurrenz ist natürlich nicht ohne, aber wir werden versuchen, das weiße Trikot am Ende dieser Rundfahrt inne zu haben. Wenn wir nicht wieder auf der Zielgeraden stürzen. Und verarscht werden. Ich habe das Gefühl, das wird hier eine richtig miese Tagesform. Der Pfeil zeigt zwar nach oben, aber... Jetzt hängt es. Ja, jetzt kriege ich gerade hier eine Nachricht von einem Installer. So, das war kraftsparend gefahren. Das war cool. Oh ja, da ist richtig Tempo gerade drin hier im Feld. In der Tat. Unser Freund Diaz ist noch in der vordersten Gruppe. Ich habe jetzt gar nicht auf die Bergwertung geachtet, auf die vorübergehende, ob Diaz vielleicht sogar das gepunktete temporär ergattern konnte. Ja, da ist, steht schon ein Minus 1 wieder, aber ich fürchte, wenn ich mir den Puls ansehe, es wird sogar noch weniger werden. Wenigstens zieht es sich durchs Team, ne? Hier haben wir eine Plus 1, aber im... Großen und Ganzen sind wir alle hier im Popo gekniffen, ne? Ja, es fängt an zu regnen. Das ist natürlich hier immer schön für einen Sturz. Na, ja, sag ich doch. Ja, ich bin gespannt, welche Zahl dann am Ende da steht. Ich sag eine Minus 2. Minus 2. So, bitte holt mal die Ausreißer ein. Und zwar jetzt. Jetzt fährt er auf einmal wie ein Wilder nach vorne. So, die Ausreißer sind eingeholt. Ich bin mal gespannt, sobald das Tempo niedriger ginge, würde ich ja mal hier versuchen, mal wegzufahren. Okay, haben sie keinen Bock drauf, die Jungs. Okay, hey, ist ja, muss ja nicht. Also das Feld reißt gleich. Und ich werde definitiv nicht in der vorderen Reißgruppe dabei sein. Alter Vater! Da vorne würde ich gerne hin, schaffe ich aber nicht. Oh, eine Plus 1. Guck mal, eine Plus 1 ist es geworden. Das Feld hält noch zusammen. Ihr merkt, das ist hier nicht zwingend als Berg, ne? Also ich glaube, es ist eine Mischung aus Berg und Hügel, würde ich beinahe sagen. Yeah.
Nun scheint die Luft etwas raus zu sein. Das Feld ist langsamer geworden. Er versucht es im Alleingang. Nee. Mögen sie nicht. Nee. Er hier ist ein ziemlicher Spielverderber mit 74 Hügel. Na dann. Jetzt komme ich weg. Lobato ist platt. Okay. Ich aber auch. Das wird nix. Ja. Das Tempo hat sich deutlich verlassen. Doch, Bergwertung geholt. Cool. Ist die Ruhe vor dem Sturm? Oi, nicht achtfach. Vierfach reicht. Ja, dann Glückwunsch an irgendeinen Hügelfahrer, denn ihr seht, diese beiden kurzen, knappen Dinger sind natürlich geschaffen für explosive Hügler. Schade. Aber die Bergetappe kommt noch. Das bedeutet... Ja, ich weiß, du bist platt. Ist doch gut. Das bedeutet, da hoffen wir natürlich dann auf eine positive Tagesform. Oh, hier kann das... Ja. Hier reißt das Feld jetzt wieder auseinander. Ich bin jetzt zwar im Hauptfeld, aber gleich kommen wieder 18 Minuten irgendwie Rückstand oder so. Nein. Ich glaube nicht. Nur zu 9 Fahrern müsste ich einen Rückstand haben. Kommt das hin? Und die Fahrer sind optimalerweise nicht mehr in der U... In der Nachwuchsfahrerwertung. Ich glaube, der schon mal nicht. Giesing auch nicht. Igor Anton? Wahrscheinlich auch nicht mehr. Spielack dürfte auch nicht. Niklas Roach. Rock auch nicht. Glaube ich. Schauen wir mal. Oh, doch. Ja, wenigstens keiner von denen, die ich vermutet hatte. Ja, die sind alle gleichzeitig ins Ziel gekommen. Guck mal, der hat nur 70 Hügel. 80 Hügel. Ja, dann... 75. Junge. Was wollte ich? Ach so, ja, am Berg wird sich das entscheiden hier, ne? Am Berg unterhalten wir uns nochmal. 80 Berg. Naja, dann unterhalten wir uns doch nicht nochmal. Überlege ich, ob ich nicht vielleicht dann auf die Bergwertung gehe. Da habe ich immerhin schon 10 Punkte. Und in der nächsten Etappe, zweimal Kategorie 3. Nee, dann natürlich nicht. So viele Bergwertungen gibt es nicht mehr. Nö, dann fahren wir in der nächsten Etappe hier auf so weit wie möglich vorne fahren. Einladung erhalten, Amstel Gold Race. Nee, danke. So, Freunde. Das war's. Zeitfahren und Hügeletappe von der Vuelta a Andalucía, also in Andalucía, Route del Sol. Und ist das die Sonnenstraße? Ich, was erzähle ich eigentlich? Scheiße, keine Ahnung. Schreibt, wenn ihr irgendwas darüber wisst, über dieses Rennen. Ich freue mich dann. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Andalusien. So, Moment, hier. Vuelta a Andalusien. So, jetzt könnt ihr gehen. Tschüss.